Müller ist einer der größten Kunden der Bank. Er hat dort Vermögenswerte von 1 Milliarde Euro liegen. Kundenberater Kai Henke empfahl, 150 Millionen Euro in dem Fonds anzulegen. Das Investment sei kurzfristig, binnen weniger Monate werde es mit Verzinsung zurückgezahlt. Nur ein Bruchteil der Investitionen von den Anlegern wurden in die Fonds gelegt. Im Normalfall hat das gereicht, um trotzdem Traumrenditen zu erzielen, sagt Seid. Den Großteil des Investorengeldes haben die Berater, Banker und Anwälte als Provision und Gebühren getarnt in die eigene Tasche gesteckt. Anders als in Vertragspapieren dargelegt, hatten die Kunden das volle Risiko zu tragen. Falls die Erstattung ausfällt, lag das Risiko voll und ganz bei den Investoren. Kann er das beweisen? Seid legt 2 Gutachten auf den Tisch, die ich noch nicht kenne. Sie sind von Freshfields mit Datum vom 27. März 2013, also gerade einmal 8 Monate alt. Damals hatte Seid mit der Bank Kontakt aufgenommen und über eine Entschädigungszahlung für Müller verhandeln wollen. Statt zu zahlen oder sich zu vergleichen, beauftragten die Neueigentümer von Sarrazin die Großkanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, die Erfolgsaussichten einer Klage von Müller zu prüfen. Die Bank stellte den Prüfern ihre gesamte Dokumentation zu Müllers Investment in den Sheridan-Fonds zur Verfügung. Die Anwälte befragten zudem Bankenmitarbeiter wie Kundenberater Kai Henke und den stellvertretenden Geschäftsführer Erik Sarrazin, ob Müller über die Risiken hinreichend informiert wurde. Die interne Untersuchung durch die Wirtschaftskanzlei ließ sich die Bank etwas kosten. Freshfields wendeten 491,8 Anwaltsstunden auf und stellten dafür 246.206,39 Euro in Rechnung. Allein 72,8 Stunden benötigten die Freshfields Anwälte für die Interviews und die Anfertigung der Gesprächsprotokolle.